sagen. Ja. Wissen Sie, wo ich eine Anlage finden kann, um meine Lokomotive wieder aufzuziehen? Nicht in diesem Bahnhof. So viel ist sicher. Aber vielleicht Richtung Mauer. Wollen Sie länger hier bleiben, Fräulein? Nein. Das heißt, ich weiß nicht. 1-2 Tage. Länger nicht. Wissen Sie, ich muss die Lokomotive aufziehen, um meine Reise fortsetzen zu können. Naja, wenn Sie länger hier bleiben, bringen Sie mich in Schwierigkeiten. Ein Zug, der hält an, fährt weiter, das ist Vorschrift. Außerdem stört Ihre Maschine die Vögel. Vielleicht können Sie mich zur Mauer begleiten. Zu zweit finden wir sicher schneller etwas, womit ich meinen Zug aufziehen kann. Mein liebes Fräulein, die Vorschriften sind eindeutig. Ich darf diesen Bahnhof nicht verlassen. Und ich möchte keinen Ärger mit den Herren der Universität bekommen. Verstehen Sie das? Deswegen stehst du auch den ganzen Tag da am Strand, oder? Toller Job. Hus. Immer dieses ganze Durchgelabere ist schon ein bisschen nervig. Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich glaube, ich werde Sie nicht länger betrachten. Ich bringe das noch nichts, wenn ich Ihnen voll quatsche. Muss ich nachher noch machen. Muss ich irgendwie nachher dazu bringen, dass er auf die Brücke geht. So heißt es, ich muss ihn irgendwas Unangenehmes fragen und dann tut er so, als hätte er was zu tun, stellt sich auf die Brücke und sagt, ich habe doch was zu tun. Haha. Ja, so viel zu tun möchte ich auch mehr haben. Dumm auf der Brücke stehen. Ist das schön, wenn man als Erwachsener nicht mehr gezwungen ist, lauter Scheiß zu lernen. Dann auch was dafür kriegt, wenn man irgendwas lernt. Wir müssen ja zahlen, der arme Studenten voll. Ui, guck, die Türen sind offen, die waren vorhin noch zu. Das hat man zwar nicht gesehen, aber naja. Hier. Das ist eine Steuerung der Schleuse. Ich könnte mir jetzt das anschauen und mir die Nummer merken, aber ich weiß genau, glaube ich, noch, was ich machen will. Wenn Probleme an folgende Nummer telefonieren. Wer hat denn das bitte übersetzt? Google? Nee, ernsthaft. Wenn Probleme an folgende Nummer telefonieren. Ja, das hat echt Google übersetzt, glaube ich. Okay. Zumindest ist das Schild mal deutsch. Und sie haben die Textur angepasst. Die Nummer werde ich mir nicht merken. Denn ich weiß bereits, was ich tun muss. Ich kann da nur noch nicht hin. Denn ich bräuchte einen Schlüssel. Genau, ich bräuchte einen Schlüssel. Den Schlüssel kriege ich noch. Ich könnte so eigentlich auch die Glasscheibe einschlagen. Das ist wohl kaputt. Ja, genau. Hier hat eben so ein Depp das Telefon kaputt gemacht. Wir werden auch noch erfahren, wer. Und dann können wir die Schleuse öffnen. Das wird nämlich auch noch nötig sein. Damit wir unseren Zug weiterkriegen. Yay. Hüpp, hüpp. Was ich hier lustig finde, wir sind ja eigentlich, sollte ja dieses Schild, ich meine, es sollte doch irgendwie zweiseitig aufgedruckt sein, oder? Einmal von innen, damit die Ankömmlinge sofort sehen, ha, Barockstadt, und einmal die von außen, ha, ich bin Barockstadt, aber nein. Nur einmal und von außen, und dann ist das irgendwie blöde, finde ich. Ich meine, wenn man schon dort ist, dann weiß man, dass man in Barockstadt ist. Naja, was soll's. Gucken wir da runter. So, zwei Russen auf dem Kahn. Den muss man jetzt verklickern. Hey, Euder, ich muss meinen Zug bewegen. Heo, Schiff, Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein! Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau. Du wollen mit uns sprechen? Nee, ich wollte nur dumm gucken. Ja. Sie dolmetscht, also die Olle dolmetscht ihren Mann immer und legt ihm ein bisschen falsche Worte in den Mund, ne? Das muss sehr angenehm sein, so auf einem Fluss zu reisen. Oh, schlechte Boot. Und I forget das Grund. For me, Loco Loco ist fantastisch. Eine kleine Rund mit Üsetuke. Ich sie viere. Wie bitte? Mein Mann sagen, Schiff viel lieben, Zug hassen. Zu viel Krach. Wenn du gerne in Dose reisen, dann auch drin bleiben. Nun denn? Naja, und euer Schiff ist keine Dose, ne? Wie man gesehen hat, sie labert ziemlichen Scheiß. Entweder versteht sie ihn selbst nicht oder, ja,
hasst ihn einfach, weil er dumm ist und nur irgend so ein dummes Schiff hat. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Zug. Er ist, kaputt. Aber ich muss ihn unbedingt aus dem Bahnhof bekommen. Könnten Sie ihn mit Ihrem Lastkahn in Richtung Mauer ziehen? Schleusen geschlossen, Schiff blockiert. Aber wenn die Schleusen offen wären, würden Sie dann meinen Zug ziehen? Por qué no mar, Monet, por das Werk? Ja, möglich. Ja, mein Mann sage, wird dir helfen, wenn du Geld geben. Ach, und wie viel wollen Sie? 50. Er wollen $150. Was? Na, eben 100 150 drauf, Dollar? Aber so viel habe ich nicht. Kein Geld, kein Schiff. Ich biete Ihnen $75. $125. Kommt nicht in Frage. $100 und kein Cent mehr. Korrekt. Du haben Schiff für $100. Perfekt. Fahren Sie bloß nicht weiter. Ich komme so schnell es geht mit dem Geld zurück. Nee, du, wir fahren weiter. Wir haben kein Handy, wir haben gar nichts. Wir sind dumm. Gut. Den ich Schlüssel kriege ich auch erst, wenn ich das Geld gegeben habe. Blabla, tschüss. Dann gucken wir mal, was die Herren Professoren oder die Rektoren da zu sagen haben. Ja. Ich sag's euch, ich werde noch irgendeinen Myst-Teil machen. Ich glaube, ich mache Myst-Uru. Uru fand ich schon echt geil. Das gibt's ja auch noch als Live-Game. Also, man kann es online spielen. Was auch noch relativ lustig ist. Weil aber, na gut, man kann sich halt dann eben bei Rätseln helfen lassen von Leuten. Aber selbst habe ich ein Rätsel, glaube ich, nicht geschafft. Genauso auch andere. Aber Myst-Uru ist schon toll. Vielleicht sollte ich auch das 5er noch davor machen. Ich muss mal gucken. Das sehen wir dann alles, ne? Jetzt mache ich erstmal das, dann mache ich Siberia 2. Dann werde ich irgendwann Interstate 76 machen. Und vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Was habe ich mir denn noch vorgenommen? Ich bin gerade etwas auf dem Schlauch. Entschuldigen Sie bitte. Noch ein paar andere Sachen. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ja, was ist denn? Ich bin noch nicht schwerhörig. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie in Ihrer Arbeit störe. Dieses junge Mammut Primigenius ist 40.000 Jahre alt. Ist das nicht wundervoll, junges Fräulein? Nein. Ja, bestimmt. Bestimmt, also, was? Ich weiß nicht. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Was kann ich für Sie tun, liebes Kind? Blub. So, ehrlich gesagt bin ich auf der Suche nach Hans Vorarlberg. Er ist der einzige Erbe einer merkwürdigen Fabrik, deren Aufkauf durch meine Kanzlei organisiert wird. Angeblich lebt er in Sibirien. Sobald mein Zug wieder funktionstüchtig ist, setze ich meine Reise gen Osten fort. Ach ja, Sibirien. Ja, aber wie sagten Sie doch gleich? Wie sagte ich was? Der Name, den Sie gerade nannten. Die Person, die Sie suchen. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Kennen Sie ihn? Hans Vorarlberg. Oh, wie konnte ich ihn vergessen? Seine erstaunliche Persönlichkeit, seinen Einfallsreichtum. Uns verband die gemeinsame Leidenschaft für Mammuts. Oh, ich hätte mich sonst nie für dieses alterlose, scheue Unikum interessiert. Wir waren damals beide Studenten. Das heißt, nicht ganz. Hans besuchte nur die Paläontologie-Vorlesung. Er hatte eine spezielle Genehmigung, da er nicht über die nötigen Zulassungsdiplome verfügte. Im Gegenzug machte er sich durch diverse Arbeiten für die Universität verdient. Ihr Hans Vorarlberg hat große Ähnlichkeiten mit der Person, nach der ich suche. Mit Verlaub, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Hans stand über materiellen und konkreten Dingen. Er und eine Fabrik, also wirklich. Erzählen Sie mir mehr von ihm, bitte. Er war immer ein Mysterium für mich. Er redete wenig und es schien, als begreife er nicht den Sinn dessen, was man ihm sagte. Er drückte sich ausschließlich durch seine unglaublichen mechanischen Erfindungen aus. Erfindungen, die unsere Universität zu schätzen wusste.
wenn wir ein paar Worte wechselten, dann über Mammuts und manchmal auch über diese Puppe. Diese ganz außerordentliche Puppe. Eine Puppe, sagen Sie? Ja, die erwähnte er des Öfteren. Einmal hat Hans sie mir beschrieben. Eine Art Spielzeug, ein Mammut mit einem Kornack auf dem Rücken. Ich glaube, er hatte sie in einer Höhle unweit seines Elternhauses entdeckt, unter recht dramatischen Umständen, wie es schien. Seine Darstellung war etwas unklar, aber sie hat bei mir größtes Interesse geweckt. Das heißt? Soweit ich weiß, gibt es nur ein Volk, das kleine Mammutfiguren mit Kornack anfertigt. Die Yukols. Ein Volk, das im äußersten Norden Sibiriens lebt. Für die Yukols sind diese Figuren Kultobjekte, die eine ihrer wichtigsten Legenden illustrieren. Es ist jedoch unerklärlich, wie diese Puppe aus den abgelegenen Gebieten Sibiriens in eine Höhle der französischen Alpen gelangt ist. Noch heute weiß ich darauf keine Antwort. Vielleicht hat Hans Vorarlberg Ihnen etwas Falsches erzählt. Sie sagen doch selbst, dass er nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten zu sein schien. Nein, das ist unmöglich. Hans hat das alles nicht einfach erfinden können. Er hat mir diese heilige Puppe, der Legende von Siberia, den Traum eines jeden Paläontologen, in allen Einzelheiten beschrieben. So, ja. Er meint Hans, ne? Ich muss jetzt gehen. Wir gehen weiter. Ja, diese Puppe, die haben wir ja. Die drücken wir dem Professor dann in die Hand, damit wir in das Labor können und eine Aufgabe lösen können. Soll ich da schon hin? Ja, gehen wir da mal hin. Wir müssen nämlich auch nochmal in die Bibliothek, glaube ich, aber das ist eher so nebensächlich. Das brauche ich nicht unbedingt, aber schauen wir danach nochmal rein, ne? Hier sind die drei Deppen. Mal gucken, was die Deppen zu sagen haben. Guten Tag, meine Herren. Worum geht es, junge Frau? Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs? Fassen Sie sich bitte kurz. Wir können Ihnen nicht viel Zeit widmen.